Hallo und ein herzliches Willkommen wieder bei Let's Play Rome 2 Total War. Ne, Total War Rome 2. Ah, verdammt, und schon wieder verkackt. Ja, egal. Mit in der What is your profession Challenge mit dem mächtigen Sparta. Ja, wir versuchen hier in 7 Runden eine Flotte auszuheben. Da wir so viel Geld haben, genau. Und hier noch eine Armee, denn wir bereiten uns auf den Krieg gegen Rom vor. Wir wollen gegen Rom vorgehen. Weswegen? Wegen unserer Ziele, glaube ich, ne? Wir wollen noch 4 vollständige Provinzen. Ne, damit ist halt, sowas Komplettes gemeint, nicht nur irgendwie eine Siedlung. Unterwerft diese Fraktion, indem ihr die letzte Siedlung erobert. Ja, das könnte schwierig werden. Das sehe ich noch nicht passieren, aber ja, das könnte schwierig werden. Rhodos breitet sich auch extrem aus, das ist auch nicht so schön. Excelsior, ich mag den Namen. Der Mission. So, beherrscht mindestens eine der folgenden Provinzen. Syria, Mesopotamia oder Armenien. Mesopotamien. Oh Mann, ich mach's immer falsch. Ich meine, wir hatten uns auf Syrien geeinigt. Syria. Spartanisches Imperium. Mindestens eine der folgenden Provinzen. Magna Graecia, Italia oder Cisalpina. Oder Cisalpina, weiß ich nicht. Cisalpina. Rom, das geht ja einher. Rom, den Krieg erklären und Waffenbeherrschung erforschen. Das habe ich jetzt. Haben wir? Ne, das haben wir noch nicht gleich. Waffenbeherrschung? Wo ist Waffenbeherrschung? Müsste hier sein, ne? Ne. Hä? Das ist. Ne. Da bin ich doof. Oder haben wir die Mission schon? Und ich bin gerade doof. Nee, das ist. Ach da, Waffenbeherrschung. Ah, bis wir vollständige Provinzen haben, dauert das noch ein bisschen. So, ich will ja mit der. Wir wollten ja mit der Flotte. Also was ist mit der Flotte? Mit unseren Schiffen. Wir wollten ja ursprünglich Galatien den Krieg erklären. Das war so unser ursprünglicher Plan für die vorherige Mission, daran erinnere ich mich. Aber da haben wir versagt. Was nicht heißt, dass wir den nicht jetzt auch einfach nachträglich nochmal den Krieg erklären können. Das ist ja egal. Nikomedia und Sinope eben zack erobern. Hier drüber walzen. Ich meine, dadurch, dass wir Armenien, ne, haben wir dann nicht keine volle Provinz. Pessinus. Ankyra. Ja. Du. Gut. Kann ich das machen? Warte mal, Ereignisse, keine Ereignisse. Armeen hier. Ich bin mit den Nasamonen im Krieg und ich weiß nicht, was die vorhaben. Ich glaube, ich wollte da noch eine Runde warten. Wenn die bis hierhin laufen, kann ich die auf jeden Fall erreichen. Und das hätte was. Ich. Könnten die ohne Gewaltmarsch zur Siedlung kommen? Weiß es nicht. Ich will es aber auch nicht riskieren. So, die Giganten, die hier, die sorgen noch ein bisschen für öffentliche Ordnung hier. Ist auch in Ordnung, ist auch gut. Sarmice, Getusa, Petrodava, Malva. Ach komm. Okay. Ares Terror. Ah, okay. Ja, das ist die neue. Dann hatte ich noch unsere erste Flotte. Und das ist unser Typi. Der gehört zur Familie, ne? Wir haben unsere Tochter verheiratet. Gehört der jetzt zur Familie? Nein, der gehört nicht zur Familie, ne? Nein. Nein, genau. Ah, genau, weil ich zu spät gerafft habe, dass ich meine Leute verheiraten, meine Töchter verheiraten kann. Weil ich so doof bin. Das sind meine Schwestern, nicht meine Töchter. Aber hier ist die Tochter.
Das ist ein General, der ist ein Politiker. Und Politiker könnten wir irgendwann für eine nächste Armee gebrauchen. So. Jetzt erst einmal, zack, Provinzen. Thrakien, Illyrien. Erstmal hier durchgucken. Einen Moment bitte. So. Mein Typ wurde verlangt. So, Illyrien. Wird schon weiter fleißiger. Ich glaube, ich sollte wirklich nicht zu viel Nahrung. Das wird nämlich alles Nahrung kosten zusätzlich. Also ich warte erstmal, bis die ganzen Gebäude fertig sind. Dakien, genau, da bauen wir das alles um. Makedonien. Ja, das können wir zu. Und nochmal weiter in Angriff nehmen. Ich bin am Überlegen, ob wir das nehmen. Drei zusätzliche Nahrung ist jetzt nicht wenig und es ist auch nicht schlecht. Aber im Moment weiß ich nicht, ob das mit der öffentlichen Ordnung. Wobei, das steigert nochmal die öffentliche Ordnung, ne? Und ja, komm, doch, machen wir. Das Geld haben wir. Pannonien. Lassen wir erstmal so. Velcia et Noricum. Gudi. Ja, das wird irgendwann uns gehören, das ist ja klar. Selbstverständlich, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Libyen, genau. Hier haben wir aber auch 80%, ja. In der Samonen müssten wir platt machen und dann bleibt nur noch hier. Ich hier übrig. Ich wundere mich echt, was die Kusch hier. Dass sie Kusch zurückkuschen. Hahaha. So. Herkynien. Mit Istros. Haben wir. Ja, wir müssen gegen die Boier irgendwann vorgehen. Und Hellas. Ja. Das passt. Das werden wir selbstständig nicht vervollständigen. Alter, Athen. Alter. Ja, wobei, so eine krasse Garnison ist es nicht. Nur ein bisschen. Hoplitenbürger, wir Pikeniere, das sind so die starken. Thureos Speere auch noch. Der Rest ist eigentlich relativ schwach. Okay, aber sie haben Bogenschützen. Ja. Egal, wir sind mit ihnen verbündet, das passt schon. Was sagt denn die Diplomatie gerade? Alle wichtigen Fraktionen mögen mich auch. Das ist schön. Das ist doch schön. Kann man seine Hauptstadt hier eigentlich verlegen? Wird Sparta nämlich eigentlich ganz gerne, also ich würde meine Hauptstadt gerne irgendwie nach Apollonia oder nach Pella verlegen. Warte mal. Geht das? Bestimmt nicht, ne? Das könnte ich auch ändern. Imperium, Bund oder Politie. Wo ich mag eigentlich das Königreich. Ja, Imperium hätte auch was. Da hätten wir halt noch einen Erlass mehr und dann wäre unsere Forschungsrate auch nochmal stärker. Aber das wird dafür reicht einfach nur unser Geld nicht aus. Ach, Voraussetzung Imperium Stufe 5. Wir sind Imperium Stufe 4. So ab da könnten wir das machen. Okay, gut. Beenden wir die Runde, denke ich. Ja, ich denke, wir beenden einfach mal die Runde. Zack. Und schauen, was als nächstes passiert. Die Römer schippern durch die Gegend. Das wird noch hart. Der Sturm hat lange gewütet. Oh Doch nun Gott. könnte der sanfte Regen des Friedens einsetzen, wenn ihr denn zustimmt. Ganz ehrlich, die Ägypter werden die Kusch platt machen. Die haben jetzt hier die Siedlung, die eine Siedlung, die sie hier oben hatten, haben sie auch noch mal, auch wieder verloren. Also, ja, komm, das ist ja, nehmen wir an. Friedensabkommen, da dürfen wir ja mit anderen
Wenn sie mir schon 900 bieten, kann mir das ja egal sein. Da ist der Plan leider nicht ganz aufgegangen, aber naja. Halt, stopp. Warte. Also, Entwicklungsfokus. Mit eurer Macht wächst auch das Bedürfnis, eure militärische Fertigkeit und zivile Infrastruktur zu entwickeln. Was ist eurem Volk wichtiger? Militärische Entwicklung oder zivile? Militärische Entwicklung. Kalianessa. Warum? Weil wir in diese Richtung gehen müssen. Ja, müssen wir. So, Fraktion angetroffen, Saba. Achso, die habe ich jetzt irgendwie einfach so angetroffen. Klar. Die habe ich einfach so angetroffen. Aber, diese Leukiden, kenne ich diese Leukiden mittlerweile eigentlich? Kenne ich sie? Weiß ich, wer das ist? Ich weiß, wer diese Leukiden sind. Krass. Ich werde mir eure Worte anhören und dann Wer ein ist damit? Urteil. Ich hab dich gerade erst kennengelernt, also willst du mein Klientelkönigtum werden? Oh, wir machen einfach 2000 weniger pro und oh Scheiße. Holy shit. Ich erwarte eure Befehle. Ja gut, wir haben Spartanen-Schopliten. Ach, ich liebe Spartanen-Schopliten, sie sind so toll. Ich erwarte eure Befehle. Weitere Sachen, die passiert sind. Schiffsbaubericht, ja. Quartiermeisterbericht, ja. Frieden verhandelt, ja. Eigenschaft erhalten. Mark Ägypter. Das ist auch schön. Achso, entschuldigt bitte, dass in einem der letzten Parts oder in den letzten Parts irgendwie ja, meine Stimme manchmal weg war, einfach unterbrochen ist. Ich weiß nicht, woran es lag. Könnte an dem Noise Gate sein, den ich draufgepackt habe. Aber bisher war das auch kein großes Problem. Ich werde einfach versuchen. Einfach das Mikrofon noch ein bisschen näher vor die Fresse zu nehmen, dass sie mich dann besser versteht. Genau. Haushalt erweitert sich. Wahnsinn, der hat Taschen. Verfügungsüberschuss und Baubericht. Super, wir haben sogar Plus gemacht. Okay. Hoplitenkaserne. Nice, machen wir. Dann haben wir hier oben auch eine Möglichkeit, Hopliten zu ver. Warte, hatten wir das nicht schon irgendwo? Hatten wir das nicht? Hier hatten wir doch welche, ja. Ja, egal. Egal. Doppelt hält besser. So, zack. Und was holen wir uns hier rein? Hätte ich vielleicht vorher überlegen sollen. Wir haben einen Brunnen. Okay, komm, dann hau ich hier noch mal ein bisschen Industrie rein. So. Das steigt auch weiter. Das war so extrem, ne? 6000, einfach als ob ich da 6000 jetzt hinlege. Ich habe etwas Bedenken, muss ich sagen, wegen unseres Einkommens, ob das ausreicht für die beiden Streitmächte. Müsste aber eigentlich. Also müsste eigentlich ausreichen. So. Jetzt nochmal, schick dich hier runter. Achso. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, wo sind da Leute reingelaufen, aber das sind bei meinem Verbündeten sind die reingelaufen. Das ist okay. Wir können den ruhig aufs Maul hauen, das stört mich nicht. So. So eilig habe ich es mit dieser Armee dann doch nicht. Sonst hätte ich natürlich einen Gewaltmarsch angemacht, aber so eilig habe ich es halt nicht. Dann käme ich auch nur bis hierhin, ne? Das ist jetzt nicht das, was sich unbedingt lohnt. Ja, die Galater werden platt gemacht. Das ist griechisches Gebiet. Ja, und achso, Rang erhöht, genau, hier, Kalyanessa, genau, Kalyanessa. Hätte natürlich was, würde ich überlegen, ansonsten, nee, warte, hatte ich nicht vor, hier irgendwas anderes zu machen? Ich weiß es nicht mehr. einen Moment bitte nochmal.
Hallo? Hallo? Warum habe ich das nicht gemacht? Junge, so. Meine 4% Forschungsrate kann ich doch nehmen, hallo? Gewonnene Erfahrung für die Rekrutierung eines Ja. Nein. Nö, keine Ahnung. Ja, nee, kein Plan, was ich wollte. Ich lasse die ja eh nur bei mir in den Provinzen rumstehen, damit sie die Steuern erhöhen. Daher würde ich sagen, hier Forschungsrate, zack. Ja, das ist jetzt nicht schlecht, aber das ist auch nicht das, was ich unbedingt brauche, weißt du? Weißt du, was ich meine? So, ich warte hier halt überwiegend hier auf diese Flotte. Nee, die haben sich gedacht, sie fangen an zu plündern. Oh, die Wichser. So, ich schicke dich hier hin. Jetzt habe ich immer noch Zugang dazu. Ich glaube nicht, dass sie da hinkommen. Und falls doch, werden meine Leute, wird meine Garnison sie rückschlagen. Hallo, ich habe, ja, das wird gehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, beenden wir nochmal die Runde. Jetzt schon. Oder, warte. So. Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meinen Armeen hier soweit. Die sich bewegt haben, etc. Libyen? Achso, das gehört zu Libyen. Okay. Ist witzig, weil Libyen eigentlich als Fraktion hier drüben ist. Herkynien. Wäre sonst... Ah, wobei, nee, das können wir nicht machen, weil wir da noch nicht so viel Einfluss haben auf die öffentliche Ordnung. Und wir können die Scheiße halt auch nicht weiter ausbauen. Hellas. Da können wir nichts bauen. Hier haben wir schon alles gebaut. Hiermit steigern wir weiter unser Nahrungseinkommen. Segestia. Oh, das... Kann ich meine Schilde nicht? Zentrales Getreidelager. Das Ding fehlt. Ach, verdammt. Ach Gott, damit. Na gut. Na gut, macht nichts. Schaffen wir trotzdem. Wir kriegen das hin. Ja, komm. Ich glaube, das wird gehen. Ja. Also wegen der öffentlichen Ordnung meine ich, dass das gehen wird. Ich meine, das verstärkt es ja noch ein bisschen. Das wird es wahrscheinlich aufheben. Und wenn ich dann da nochmal minus 3 nehme oder minus 2, dann bin ich bei plus 5. Und solange es nicht negativ ist, passt das. Warte. Ich kann den Schiffsbau weiter ausbauen. Kriege ich noch mehr Geld raus. So, machen wir das doch. Hier bauen wir das mal, bauen wir den Hof. Illyrien, das reicht soweit erstmal. Thrakien, ja, die sind gut. Warte, wie ist es eigentlich? Ja, Helene steigt weiter, gut. Hier kommt Schachtmine, zack. Passt schon. So, und dann ja. Die nächste Stadt, die wir dann werden ausbauen können, wird Pulpudeva sein. Bald. Sehr bald. Ach, es läuft gut, es läuft gut. Alles klar. Gut, dann Fraktionen. Bin mit den Nasamonen im Krieg. Die Nasamonen werden aber hoffentlich bald nicht mehr existieren, weil ich sie platt machen werde. So. Aber den Part können wir jetzt an der Stelle auch beenden. Denn wir sind bei 20 Minuten. Aber das wird mit der Zeit auch wieder weiter besser. Ja, Instabilität der Provinz sollte zurückgehen und bald, schon sehr bald, sollte auch hellenisch überwiegend sein. Dann gehen auch die kulturellen Spannungen runter. Militärpräsenz macht nur plus 9 aus. Ich habe da eine Fullstack drin und ich glaube, das ist sogar mein Basileus, ne? Nee, das ist nicht mein Basileus. Das ist nicht mein König, aber das ist... Naja. Bin verwundert, aber gut. Durch die Gebäude kriege ich ganz viel Zufriedenheit. Das ist schön. Das ist super.
Die Instabilität der Provinz weiter unten. Ich bin am überlegen, wie war das? Wollte ich die noch mit hier runterschicken? Nee, ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, die wollte ich hier in den Westen schicken. Und die Armee wird. Hier, die westliche Flotte. Die östliche Küste Italiens angreifen, oder? Mit denen hier wollte ich tatsächlich hier nach oben, um von hier oder bis sich hier halt irgendwie an die Grenze, dass ich halt möglichst gut nach Patavium komme. Der Flotte wollte ich auch. Nee. Ich glaube, die Armee wollte ich nach Ariminum schicken und die Flotte. Oder nehme die hier, schicke sie hier rüber und dann starten die halt einen Flottenangriff auf die Siedlung. Und die Armee wird von der, die Flotte wird von der Armee hier unterstützt und dann greifen sie Brundisium an. Das ginge auch. Ja, nur so, ich glaube, das war unser Plan. Das ist unser Plan gewesen. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das klingt auf jeden Fall sinnvoll und irgendwie nach mir. Ja. Und die Armee kümmert sich hier halt südöstlich um die Galater. Okay, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.